Mein Name ist Sabine Muss. Ich bin Betriebsleiterin hier auf dem Versuchsgut Lindhof. Und unser Schwerpunkt ist die Produktion von Milch mit Weidewirtschaft, also Milch, weidebasierte Milchproduktion. Natürlich als ökologischer Betrieb nach ökologischen Richtlinien. Und Klimawandel, wenn man es definiert, da sind immer zwei Dinge, die einem gleich einfallen. Einmal die Zunahme von sogenannten Extremwetterlagen, das heißt nun Stürme oder Extremniederschläge. Also eine Vernässung der Flächen und dann das Problem, dass man sie nicht zeitgerecht optimal bearbeiten kann. Und als ökologischer Betrieb hat man, glaube ich, schon einen gewissen Vorteil oder kann man dem schon entgegenwirken, dass man breiter aufgestellt ist in der Fruchtfolge, dass man sowohl Sommergetreide anbaut und Sommerfrüchte, die im Frühjahr erst bestellt werden, als auch Früchte, die im Winter bestellt werden, zum Herbst hin. Das heißt, man zieht das so ein bisschen auseinander. Am meisten Wasser verbraucht eine bewachsene Fläche, im Idealfall eine Grünlandfläche. Das kann man sich leicht vorstellen, ne? Ein dichter Rasen braucht natürlich mehr Wasser als ab und zu mal eine Maispflanze, sage ich, oder ein einzeln gesätes Getreide. Hier gibt es immer so eine sogenannte Frühjahrstrockenheit, auch hier auf unserem Standort. Das ist natürlich dann ein bisschen fraglich, ob man das irgendwie dann durch Beregnung oder so kompensieren oder beziehungsweise abmildern sollte, wenn im Rest des Jahres manchmal Extremniederschläge zu viel Wasser führen. Also technisch glaube ich, dass zukünftig das Problem der Güllewirtschaft, dass man einfach zu viel Wasser durch die Gegend fährt, wenn man seine Gülle irgendwie ausbringen will, das wird dazu führen müssen, dass das getrocknet wird, also dass man ja separiert, dass man Wasser von Feststoff trennt. Und ich kann mir vorstellen, dass langfristig dieses Wasser, was man dann bekommt, genutzt wird durch irgendeine technische Möglichkeit, um in den Phasen, wo es halt trocken wird, ja, zu bewässern.